Ja, meine Damen und Herren, heute am letzten Tag der Messe sind wir wieder auf dem Stand der Firma Stünings Medien, Kfz-Anzeiger, Busfahrt, Modfrau. Neben mir steht der Anzeigenchef Manfred Schenk. Manfred Schenk, wir beide kennen uns schon ein paar Jahre, vor allen Dingen, weil ich auch unter anderem für den Kfz-Anzeiger arbeite, und zwar für die Gebrauchten. Die Messe ist zu Ende, neigt sich in ein paar Stunden. Was ist deine Philosophie, welchen Eindruck nimmst du mit nach Hause, und zwar von dieser Megamesse in München 2009 Transportlogistik? Wir waren vor 2 Jahren das erste Mal hier, haben das als Test angesehen auf der Transportlogistik, weil wir normalerweise den Schwerpunkt immer in Hannover haben, auf der IAA. Aber vor 2 Jahren, das war schon ein guter Lichtblick. Und der hat sich auch dieses Jahr wieder verstärkt, sodass wir davon ausgehen, auch zukünftig immer auf der Transportlogistik als Aussteller zu sein. Wir nehmen also einen positiven Eindruck mit. Es wird also fester Bestandteil sein, dass wir diese Messe immer mitbelegen. Wir haben vor ein paar Tagen ein paar Riesenlachs gesagt, und zwar aus der Logistikbranche, auf der Straße getroffen, also riesige Logistiker. Die waren hier, die waren guter Stimmung, die waren gute Meinung, die hatten eine Einstellung für dieses Jahr. Und zwar ist das der neue Trend, wie ich schon letzt sagte, für den Kfz-Anzeiger, dass wir diese Leute auch mit reinnehmen, bisher was ja auf die Hersteller fokussiert. Ja, selbstverständlich. Wir schauen ja auch immer nach Märkten, die da sind. Und die Logistiker sind ja einmal unsere Leser, aber die Logistiker finden sich auch in unserem Fachmedium wieder, indem sie auch ihre Dienstleistungen anbieten. Und das wird auch zukünftig ein fester Bestandteil sein. Das heißt also im Grunde genommen heute, wenn sich die Toren schließen und sich alles neigt, war es ein guter Auftritt, war es eine gute Einstellung, nimmt man was mit? Ja, es war ein sehr guter Eindruck, auch sehr gute Aufstellung von uns. Wir waren doch mit rund 10 Leuten hier am Stand insgesamt. Man sieht also auch von der Kapazität, waren wir hier vertreten. Auch unsere Leute sind ausgeschwärmt. Wir waren vor Ort als Aussteller, nehmen sehr positiven Eindruck mit und werden uns in 2 Jahren hier wieder präsentieren. Das ist eine klare Aussage, und zwar vom Stand des Kfz-Anzeigers Modbau Busfahrt aus dem Verlag Stünings in Krefeld. Das war's, meine Damen und Herren. Danke, Manfred Schenk, Gebrauchtwarenchef respektive Anzeigenchef insgesamt für den Kfz-Anzeiger. Dankeschön. Danke.